Willkommen im Krötenbereich hier bei uns heute bei Kai3. Markus Juschka ist da aus dem Aquazoo in Düsseldorf und hat uns eine Kröte mitgebracht. Im Chat ganz, ganz viele Fragen schon, Herr Juschka. Ja, unter anderem gerade Radio Easy MP3 habe ich gesehen. Unterschied zwischen Kröte und Frosch. Ja, das ist einmal die Beschaffenheit der Haut. Da kann man es also ganz deutlich sehen. Frösche haben immer eine glatte Haut und Kröten haben immer so eine leicht warzige Haut, wie man hier ganz deutlich bei diesem Tier sehen kann. Außerdem die großen Giftdrüsen, die also auch hauptsächlich bei Kröten zu finden sind. Das sind so die hauptsächlichen Unterschiede, wo man als Laie das erkennen kann. Ist eine Kröte gefährlicher als ein Frosch? Nein. Wenn wir zum Beispiel überlegen, die kleinen Pfeilgiftfrösche aus Südamerika, wo das sogenannte Pfeilgift, das Curare, halt mit produziert wird, das ist ein tödliches Gift. Die haben also jetzt in dem Sinne kein tödliches Gift für uns Menschen. Die kleinen Frösche dann entsprechend schon. Also von daher ist die Einteilung damit schwierig. Buttercremeschnittchen fragt hier bei uns im Chat, haben die Aggerkröten keine Fressfeinde? In Australien, wo sie als Plage sind, nicht, leider. Da versucht man das zu finden. Da ist es im Gegenteil so, dass die ein sehr starkes Gift entwickelt haben, wo die natürlich vorkommenden Arten in Australien nicht mit fertig werden und dadurch viele Tiere denen zum Opfer fallen. Das schreibt er hier übrigens auch, Buttercremeschnittchen, weiter hier im Chat, wie ich einmal gesehen habe, dass sogar Krokodile an diesen Tieren zugrunde gehen, wenn sie die Kröten fressen. Richtig. Geht also hier um das Gift, ne? Das Gift, was die aufnehmen, das gilt für große Warane, das gilt für Schlangen, die also durchaus solche Tiere als Beute ansehen. Die versuchen die auch zu fressen und gehen dann jämmerlich an dem Gift zugrunde. Mhm. Das ist also ein großes Problem, was dort unten ist. Man hat noch keine Art gefunden, die in der Lage ist, diese Kröten zu fressen, ohne selber daran zu sterben. Ja. Anders sieht es aus in Südamerika, wo die ursprünglich herkommen. Da gibt es Fressfeinde, die mit dem Gift klarkommen. Lars 033, wie alt werden die Kröten? Oh, so eine Kröte kann durchaus 20 Jahre alt werden. Das ist kein Problem. Ja, durchaus. Also, ja, doch. Also das ist keine Seltenheit. Das ist natürlich eine ganze Menge. Dann hat Dr. Jekyll eine Frage bei uns im Chat gestellt. Warum wandern die Kröten und bleiben nicht bei den Laichplätzen? Ja, das ist eine interessante Frage. Es hat natürlich zum einen was mit dem Futterangebot zu tun. An den Laichplätzen ist selber halt nicht so ein großes Futterangebot, dass sie da bei diesen Massenlaichern genügend finden. Deswegen müssen die sich einfach verteilen, um dann entsprechend genügend Nahrung finden zu können. Mhm. Außerdem ist das Problem, dass wir hier in unserem Breiten müssen die Tiere überwintern. So, und die Winterquartiere sind halt nicht immer direkt neben den Teichen zu finden, sodass sie also auch in ihre Winterquartiere wandern müssen. Wohin wandern die zum Beispiel in einem wirklich strengen, in einem wirklich kalten Winter, wenn jetzt Teiche, Seen, Gewässer zugefroren sind? Haben wir ja letztes Jahr gehabt zum Richtig, Beispiel. Richtig, das gibt's also auch. Also bei Gewässern, die tief genug sind, da kommt es vor, das heißt also über einen Meter tief sind, da kommt es vor, dass die Frösche in den Gewässern überwintern können, weil sich dann ein Temperaturgefälle aufbaut und unten die Temperatur hoch genug ist, damit die überleben können. Die Kröten, die wandern dann in Regionen... Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, die brauchen dann gar nicht an die Luft irgendwie? Nein, die nehmen Luft mit runter. Die haben also richtige Luftblasen für den ganzen Winter. Das muss man sich vorstellen. Anders als bei uns Menschen, die haben ganz andere Stoffwechsel. Ja. Das heißt, die sind temperaturabhängig. In dem Moment, wo die Temperatur runtergeht, geht der ganze Stoffwechsel runter. Auch das Herz wird viel langsamer. Das schlägt dann einmal in der Minute und solche Sachen. Das heißt, der ganze Kreislauf und alles funktioniert ganz genau. Deswegen haben die auch einen viel geringeren Sauerstoffverbrauch. Die fahren sich also in so einen Standby-Modus, da wird also gar nicht viel gejagt oder ähnliches, sondern die überwintern dann einfach unter Wasser, unter einer manchmal sehr, sehr dicken Eisschicht. Richtig. Es gibt Arten, die allerdings nicht bei uns vorkommen, sondern in Nordamerika die können richtig einfrieren. Echt? Die können komplett einfrieren, die haben ein richtiges Frostschutzmittel im Blut und die tauen dann wieder auf und leben weiter. Das ist also überhaupt kein Problem. Also das, was man mit Menschen versucht, die Kryogenik, das haben die Amphibien schon drauf. Dann sprechen wir weiter darüber, wenn sie weiter wandern. Wohin wandern sie? Dann wandern sie halt entweder in ihre Sommerquartiere, wo sie dann wachsen und Futter finden, oder dann entsprechend weiter auch in ihre Winterquartiere. Das sind Regionen in Felsspalten, in Wäldern, wo sie sich also gut in Höhlen und dergleichen verstecken können, wo es aber noch feucht genug ist, aber auch der Frost dann eben nicht reinschlagen kann. Die brauchen also auch Feuchtigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Die brauchen Umgebungsfeuchtigkeit. Ja. Man sieht hauptsächlich die Wanderungen morgens, wenn die Temperatur noch relativ gering ist, aber die Feuchtigkeit, der Nebel da ist, morgens die ersten Regenfälle kommen, dann sieht man Kröten am meisten am Wandern. Wie weit kann denn so eine Kröte eigentlich wandern? Oh, die können durchaus 4-5 Kilometer wandern, das ist kein Problem. 4-5 Kilometer am Tag? Also nein, das dauert schon mehrere Tage. Das macht die nicht an einem Tag. Aber man weiß von Tieren, die also durchaus 1,5 Kilometer an einem Tag geschafft haben. Und für so ein Tier in der Größe ist das schon eine ganze Menge. Das kann ich mir gut durchaus vorstellen. Wahrscheinlich für uns ähnlich dann 100 Kilometer oder was? So, die, vor allen Dingen, es geht ja nicht immer nur geradeaus. Ja, die müssen also oft dann über Stock und Stein und solche Sachen. Das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Lars 033 fragt hier nochmal, leben die hauptsächlich nur im Wasser? Wir haben ja gerade schon gehört, im Winter geht das. Ja. Die brauchen Feuchtigkeit. Richtig. Ich sag mal, wie viel Prozent kann man das sagen? Also vom eigentlichen Lebensrhythmus her sind Kröten eigentlich nur während der Paarung ans Wasser gebunden, zur Eiablage. Danach verziehen sie sich dann in Regionen, wo einfach nur die Feuchtigkeit sein muss, also Moorgebiete und dergleichen, wo also nicht unbedingt stehendes Wasser sein muss. Von daher würde ich mal sagen, 20% ihres Lebens. Denn es ist auch so, wenn die aus der Kaulquappenzeit hinter sich haben und aus dem Wasser kommen,
sind die erstmal 3 Jahre weg. Die kommen gar nicht sofort im nächsten Jahr zu ihrem Laichgewässer zurück, sondern es dauert ungefähr 3 Jahre, bis die ausgewachsen sind, um sich vermehren zu können. So, von daher ist, wie gesagt, der Anteil am Wasser bei den Kröten relativ gering. Die Kröte hat keinen Namen. Das hat einfach einen Grund. Sie haben so viele Tiere im Aquazoo. Wenn da jedes Tier einen Namen bekommen würde, dann käme man da wahrscheinlich auch nicht mehr hinterher. Ganz klar. Nichtsdestotrotz wollen wir für unseren heutigen Gast einen Namen finden. Ihr seid aufgerufen. Einen Vorschlag gab es schon von Savile Devil. Der hat gesagt, wir wollen die Kröte Philipp nennen. Andere Vorschläge bitte jetzt bei uns in den Chat. Kai3.tv.